Nee, Last of Us habe ich leider noch nicht gespielt. Weder den ersten noch den zweiten Teil. Okay, ich bin raus. Schulle, leck mich, Arschloch. Ich hab seit ewigen Zeiten auf der Festplatte schon mir gekauft, aber noch nicht gezockt. Alter, den musst du. Du musst beide. Das ist mein. Also ich weiß. Gerade The Last of Us 1 ist einer. Also bei mir unter den Top 3 Spielen ever. Das glaube ich sogar. Aber erstmal die Zeit, ne? Mal gucken. Ja. Ich bin ja bald mit Xenoblade Chronicles 3 durch, dann kann ich das vielleicht anfangen. God of War habe ich gespielt, ja. Also zumindest die letzten beiden Teile. Davor die Teile auch nicht. Die hier, oh Gott, wie viel gab es denn da? 4, glaube ich, ne? Ja, 4 und glaube ich noch irgendwie zwei kleine God of War, für die. God of War 1 bis 3 plus God of War Ascended oder wie es hieß, glaube ich. Hätte ich jetzt gesagt. Sogar noch ein, zwei sogar für die Handheld raus von PlayStation. Hm, da siehst du. Aber die habe ich auch nicht. Die habe ich mal angefangen, aber die waren nichts für mich. Also ich finde die neuen um einiges geiler. Yep. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? God of War habe ich, wie gesagt, jetzt den letzten God of War, wie ist er denn, Ragnarök? Und den davor. Den Ragnarök habe ich zum Beispiel noch gar nicht durch. Jetzt, wo wir gerade mal drüber reden, der war ja bei meiner PlayStation bei, als ich mir die gekauft habe. Und ich habe auch angefangen zu zocken und irgendwie bin ich dann davon abgekommen. Muss ich mal wieder reinschmeißen. Ah, und Axt kaputt. Okay. Ja, mal gucken. Also Singleplayer-technisch hänge ich momentan halt bei Xenoblade Chronicles 3 und bei Spider-Man 2. Wobei ich die auch richtig geil finde, die neuen Spider-Man. Also sowohl jetzt hier den zweiten, als auch den davor, Miles Morales, und davor den ersten neuen, sag ich mal. Okay, also die hatten Mega Drive, Sega Saturn, PS1 und 2 Super Nintendo. Boah, viele Konsolen. Was gab's denn vor dem Mega Drive? War das nicht der Saturn sogar? Der Sega Saturn? Nee, der kam danach, ne? Ich meine, der kam danach. Der Saturn hatte mal nicht CDs. Was war denn vor dem Mega Drive? Master System? Das kann gut sein, ja. Hätte ich jetzt so spontan gesagt. Weil sonst. Ja. Master System ist dann wohl richtig. So, jetzt haben wir rundherum einmal alles weg. Und das heißt, wir brauchen wieder neue Äxte, weil ich habe nur noch einen ganz kleinen roten Strich. Gerade mal wie so ein Schamhaar. Und dann ist die auch wieder hin. Und ich glaube, ich habe auch keine mehr. Nein. Dafür habe ich sehr viele Blätter, die wir jetzt in die Müllpresse prügeln können. Wer kennt noch den? Ich glaube, ich mache davon sogar mal Seile. Dreamcast. Der war auch von Sega, oder? Oh, stimmt, ja. Den gibt's auch noch. Hatte ich, glaube ich, nie. Da gab's Alex the Kid. Also ich war ja ein tierischer Fan bei Mega Drive damals von Streets of Rage. Supergeile Prügelspiele. Jo. Siehst du, da habe ich den neuen Teil auch noch nicht von gespielt. Den haben sie doch neu aufgelegt. Also, keine Äxte mehr. Da können wir gleich nochmal wieder welche bauen. 4 Stück oder was so. Was hält denn das Spiel davon, mal Musik anzumachen wieder? Ja, das weiß ich nicht. Ja, nur so als Hinweis. So, dann würde ich doch direkt nochmal Kartoffels pflanzen. Das machen wir. Pflanzen wir ein paar Kartoschkas. So, genau, ob das langt. So, zack. Aber übrigens habe ich irgendwann, also PC habe ich ja hauptsächlich wieder angefangen zu spielen, dann da war damals mein Lieblingsspiel Max Payne 1 und 2. Alter, habe ich die gesuchtet. Das war schon wieder der Zeitpunkt, da habe ich keinen PC mehr gespielt eigentlich. Genauso Gothic und sowas habe ich nie gespielt. Nee, die habe ich auch nicht gespielt. Das war alles schon, ja, wie sag mal, nach meiner PC-Zeit. Ich habe
Also bei mir war es halt, also Max Payne hat mich wieder zurück an PC gebracht und dann habe ich, warte mal, was kam dann? GTA Vice City war draußen und dann habe ich sehr viel Zeit mit GTA San Andreas verbracht. Also wirklich sehr viel Zeit. Das Spiel habe ich zweimal. Das habe ich aber auf der Plesi, glaube ich, gezockt. Fast auf 100% gehabt, ey. Ich habe so gekotzt. Das erste Mal Story nicht ganz durch. Mir fehlte, glaube ich, noch eine Mission. Dann habe ich erstmal den ganzen Sammelkram gemacht. Den hatte ich komplett. Also eigentlich fehlte mir nur noch die letzte Mission und dann ist mir die Festplatte abgeraucht. Aua. Und dann habe ich irgendwann nochmal wieder angefangen. War wieder bei der Story irgendwie noch 3-4 Missionen und wollte dann nochmal ein bisschen sammeln und dann habe ich beim Sammeln keinen Bock mehr gehabt und deswegen habe ich es leider nie komplett durchgespielt. Das war ärgerlich. So, ich weiß nicht, wollen wir hier mal stehen bleiben und gucken, ob die Bäume morgen auch wieder gewachsen sind? Das meinst du? Ich weiß es nicht. Es war so gerade so schön. Es ist so viel Holz, glaube ich, zusammengekommen. Die Batterie ist auch schon wieder alle, Alter. Alter Finne. So, jetzt erstmal außen alles fertig hier. Zack. Zack. Oh, worin ist Odins Seele in God of War gefangen? Boah, das könnte jetzt für Andy eventuell ein Spoiler werden, wenn ich das sage. Aber ich meine, oder wenn ich es ausführe, aber ich meine, es war C. Zumindest, wenn es um das Ende geht. Im neuen Teil? Um Ragnarök. Boah. Ich glaube, das hatte ich schon, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern, deswegen. Ich habe ihn ja schon ein bisschen gespielt, aber halt noch nicht komplett. Deswegen, nee, ich. Also ich meine, es ist. Zumindest wenn es um das Ende geht, was mir vorschwebt, C. Na, das triggert mich jetzt ja. Was ist das denn für eine Kacke? Wo bist du denn? Hier oben. Also das triggert da. Das ist, da kommt mein Monk durch, ha. Alter. Das können die doch nicht machen. Liebe Rust-Entwickler, brennt ihr oder was? Dafür gibt's aber mal, also, wo ist er? Hier. Ach so, das meinst du. Ja. Schreiter links, Schreiter rechts. Ich dachte, du meinst den Lümmel, der hier rausguckt. Nee, den brauche ich. Weißt du? Na dann. Okay. Oh Mann, das war wieder ungut, Alter. Das war wieder. Der Lümmel, ich hab zwei Eier. Ja. Das ist so schön. Ja, war doch. Ey, wie ist eigentlich dein Humor? 10, ne? Humor? 12 Jahre? Das. Vierte Klasse. Mit 9 habe ich das erste Mal gezockt. Street Fighter 2. Street Fighter 2, auch ein mega geiles Spiel. Oh ja. Ja, ich weiß, du magst ja Vega, deswegen hast du das gespielt. Ich fand immer geil hier, wie geil heißt der, ne? Colonel Geil. Yep. Den fand ich immer cool. Mhm. Und ich fand's immer der gut. Soundtrack ist, der Sound, den Soundtrack fand ich halt vor allen Dingen so geil damals schon. Ne, da gibt's. Oh, scheiße, Moment, da muss ich mal kurz nachgucken. Wie heißt der? Es gibt einen YouTuber. Der macht so. Oh Gott, ich nenn's mal Karaoke. Nee, Karaoke ist das ja nicht. Wie heißt der denn? So folge ich dem nicht. Fuck. Moment. Ich weiß nur, ich habe, also wie gesagt, geil fand ich geil. Und hier, wie hieß sie? Ich habe Chun-Li gerne unterm Rock geguckt. Chun-Li. Ah, die war auch so sexy. Also, hier, Smooth McWoof heißt der. Was, McWoof? Smooth McWoof heißt der. Achso, Smooth McWoof. Ja, der, ich sag mal, der nimmt, der macht von einem Soundtrack, das macht er alles mit dem Mund, also alles mit seiner Stimme. Ja. Und nimmt dann halt, was weiß ich, meinetwegen, ne, 5 Minuten lang das Schlagzeug auf, dann 5 Minuten, sag ich mal, die Gitarre und schneidet das dann alles zusammen. Ah, so ein bisschen Beatbox. Und das ist halt den Soundtrack, ne, nur, ne, so keine, oder Beat, ja, sowas ähnliches. Also er macht einen Beatbox-Loop, könnte man sagen, und dann mixt er das nachher alles zusammen. So ungefähr, ja. Ja. Okay, geil, klingt cool.
Also wir könnten dreimal Titan kaufen. Vega und Chun-Li sind absolute Ernstfeinde. Trotzdem ist die alte geil. Aber wenn du, also um jetzt mal ein bisschen pervers zu werden, wenn die alte dich nicht mag und du möchtest zwischen ihre Beine mit dem Kopf, dann bricht die dir den Kopf auch durch mit den Oberschenkeln, die die hat. Also. Das könnte sein. Immer mit Vorsicht zu genießen. So, Tooltime. Ich pack mal hier. Ach, hier. Ich pack hier nochmal ein paar Äxte rein. Ein paar habe ich gemacht. Irgendwie sind mir auch welche aus dem Inventar geflogen. Hast du die zufällig aufgesammelt? Nö. Okay, muss ich leider mal gucken. So, also ich habe es dir einmal im Discord geschrieben und bei mir auch einmal in den Chat gepostet, den Link. Alles klar, Sophie. Viel Spaß. Wir sind auch gleich durch. 10 Minuten, ne? Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Und Grüße an Männe. Wollte ich denn jetzt? Achso, hier. Wenn du zu Wort kommst. So. Vega hat ihre Eltern gekillt. Okay, ich also muss ganz ehrlich sagen, die Story und die Lore um Street Fighter bin ich raus. Ich hab's halt früher gerne gespielt. Echt? Wir haben uns gerne Also ich sag mal, außer es geht um den Street Fighter Film. Also die Lore, die kenne ich. Welch? Der ist zwar Trash, aber den habe ich so oft gesehen. Mit Van Damme, oder was? Richtig. Es gibt ja noch zwei andere. Es gibt ja ein paar neuere. Einmal gibt's eine Chun-Li-Story und einmal gibt's einen Street Fighter-Film, wo es nur um Ken und Ryu geht. Ja, genau, den gibt's glaube ich auf Netflix. Den habe ich auch mal irgendwie so ansatzweise gesehen. Und es gab oder gibt eine geile Anime-Serie. Wo es eigentlich auch hauptsächlich um Ryu und Ken geht, aber. Oh Gott, wie hieß die denn? Keine Ahnung. Ich will es auch nicht sagen. So. Also ich wollte jetzt einmal schon mal so ein bisschen, dass man hier was sieht. Nee, kann ich ja noch nicht. Muss ich ja erstmal abzählen, ne? So, warte mal. Also, eine Lütreppe. Lütreppe. Und zwar die oder die gute, stabile Treppe. Wenn dann die stabile, dafür brauche ich aber gleich erstmal ein Dingens. So, warte mal. Ich muss trotzdem ja erstmal zählen. So. Wenn ich etwas nicht gut kann, dann ist es zählen. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist das richtig? Das wäre ja top. 1, 2, 3, 4. Ja gut, da müsste die Treppe hin. Das heißt, ich muss gleich nochmal die Dinger wegnehmen. Ich hole mir schon mal Nägel. Der Film war Trash, aber ich hatte so einen Crush auf Jay Tawada, der den Vega gemacht hat. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wer den Vega gemacht hat. Ich kann mich an Van Damme erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass hier der auch die bei der Addams Family mitgespielt hat, dass der den Bison gespielt hat. Boah, Alter. Ey, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Die Bison, jetzt überlege ich gerade. Hier Cammy oder wie heißt die? Geils rechte Hand. Das war doch hier die. Oh Gott, wie heißt die Schauspielerin denn? Ah, das ist auch eine Bekannte auf jeden Fall, aber. Naja, da müsste ich jetzt lügen. Okay. Gucken wir nochmal, ob das stimmt, was ich hier gemacht habe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Also noch 5. Schnell ein Themengebiet. Nehmen wir mal Anime. 5. Ja, kommt da nicht hin. Okay. Das ist egal, erstmal. Kylie Minogue? Die hat Cammy gespielt? Das könnte sein, ja. Echt? Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das kleine Ding? Die ist ja nur 1,30 oder so. Also ich sag mal, wie es ist, die war auch eins der Highlights in dem Spiel. Im Film, so rum. Alter. Vom Aussehen, ja. Ja, nicht nur das, sondern auch so, also wirklich rein vom Schauspielerischen etc. Also, ob ich sagen wir, ja, sagen wir mal, wie es ist, der Film ist ja nun... Was? Paper Link, nee, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, mit Anime. Ich habe vor kurzem One Piece, die Realverfilmung gesehen, habe sie für gut befunden und das ist alles, was ich aus Anime kenne. Also ich kenne Namen. Ich weiß natürlich, wer Naruto ist oder... Aber ich habe das alles nie gesehen. Da war ich irgendwie raus. Anime hat mich irgendwie nie abgeholt als Kind. Warum auch immer, kann ich dir nicht mehr sagen. Ist schon so lange her.
Schande über mein Haupt, aber ja, ist nicht meins. Nee. So, das heißt, hier muss ich nachher weiterführen. Ja, die ist auch schon wieder leer, die Batterie. So, warte mal, wir machen mal eben was. Wir machen mal eben was. 1, 2, 3, 4. Einfach, weil ich es kann. Damit es schöner aussieht, ne? Ganz klar. Die dann auch. Und dann weiß ich ganz so, genau, wo ich die Treppe ran mache. Ach, da muss die Batterie rein. Alter. Kylie Minogue, vertraue. Ich vertraue dir. Also, das war jetzt auch kein. Bist du bekloppt? Das stimmt bestimmt nicht. Das war nur so ein Verwundern. So, Kylie Minogue? Wow, krass. Ich kann es mir halt nur gerade. So. Ich habe den Film so lange nicht gesehen. Ich kann es mir gerade nicht so vorstellen, weil die ist ja nur 1,30. Das müsste ja ausgesehen haben, als wenn da ein Kind rumläuft. Hm. Alter, jetzt komm her, du Drecksmöwe. So, Schulle. Es geht zu Ende, glaube ich, unser Stream. Haben wir noch Holz unten? Ich würde es noch so ein bisschen verbauen. Na, komm her, die Möwe muss wiederkommen. Möwe! Mann! Nur gescampt wirst du hier. Die ist 2 Zentimeter größer als ich. 1,54. Ja gut, siehst du, das ist ja eigentlich nicht groß. Mann, blödes Mist. Das meine ich, ja nicht böse. Hässliches. Ne? Das ist nur, das ist einfach nicht groß. Aber wenn wir Glück haben, wenn wir wieder auf den Server gehen, können wir hier nochmal Holz abjuckeln das nächste Mal. Das könnte sein. Ich könnte ein bisschen Holz haben wir da. Ich so, könnte ja noch ein das bisschen haben wir, das Wand haben wir, bauen. Das ist voll. So. Da musst du mich neben meinem Freund stehen, du brüllst vor Lachen. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich wie viele Eier kann ein so ein Hühnchen legen? Das gibt's doch gar nicht. Wie viel muss man zum Hühnchen gehen? Wie viele Eier kannst du legen? Dann wird das Hühnchen sagen, ja. Echt? So, Fenster. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie weit ist das hier? Oh, das ist erntereif. Sehr schön. Dann muss ich mich auch irgendwann langsam mal wieder um Honig kümmern. Auch, ja, okay. Was hier ist da apropos? Ich 1,52, er 1,95. Kennt ihr? Danke, Kunststoff, Tonstein. Kennt ihr das Meme von Shaquille O'Neal und seiner Frau? Also, sie ist Shaquille O'Neal. Ich weiß nicht, wie groß der ist. 2,10 Meter, 2,20 Meter, weiß ich. Das ist ein riesen schwarzer Mann. Und da gibt es ein Foto von seiner Frau, die ihm, glaube ich, bis zur Hüfte geht oder so. Und dann kommt natürlich von dem Meme, wie das mit seinem Rohr. In Sira, das kann gar nicht funktionieren. Okay. Da gibt es ein Meme von. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Das wird meine Videos demonetarisiert nachher noch. Was ist der beliebteste Horrorfilm aller Zeiten? A. Stephen King's S. Stephen King's It 1990. B. Conjuring. Die Heimsuchung. In Klammern The Conjuring. Oder C. Insidious, Insidious 2010. Ja, das kenne ich, sagt Marie, siehst du? Also ich sag auch S. S war ziemlich beliebt, vor allen Dingen der Fernsehfilm damals. Würde ich jetzt auch sagen, weil die anderen, weiß ich nicht, sind die überhaupt geil? So. Warum steht da nicht Evil Dead, / Tanz der Teufel? Die waren geil. Okay. Nur mal so. Gut, ey, der Stream geht zu Ende, Leute. Es ist 10 Uhr. Ich muss langsam in Bett. Ich habe noch ein bisschen Holz, das ist ja gut. Das kann ich ja beim nächsten Mal ein bisschen verwenden.
Cherry Fairy Saw. Oh, nee, Saw ist sowas von schlecht. Das ist kein Horrorfilm, das ist einfach nur ein Splatterfilm. Und ich habe den ersten gesehen und habe gedacht, ja gut, die Scheiße brauchst du nicht weitergeben. Falsch, richtig ist B. Laut Januar 2022. Conjuring, die Heimsuche. Ich war Conjuring nie gesehen, okay. Deswegen. Ja, den habe ich leider auch nie gesehen. Also ich weiß auch nur, dass der verdammt beliebt gewesen ist oder immer noch ist. Okay. Weiß ich gar nichts von. Eine Statistik. Okay. Ja, kann ja gut sein. Also, so. Dann lag ich halt falsch. Ah, scheiße, ich hab hier nicht. Ich hätte halt trotzdem auf S getippt, aber. Also ich würde auch immer noch auf S tippen. Selbst scheiß doch auf die Statistik! Echt mal. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Also ich könnte auch 3 Fenster haben, aber eigentlich reichen 2. Das passt schon so. Machen wir gegenüber dann auch so. Ich kann ja schon mal eben gucken, dass sie dann gleich sind. So, warte mal. So richtige Türen. Ach doch, hier gibt es Türen. Das finde ich gut. Türen finde ich das. Wow. Hallo? Oh, boah, schon wieder ein Ei. So. Liebe Quizzes, ich mache gerade eins, damit ich dann mal ein Quiz-Event auf Twitch streamen kann. Ey, Quizzes sind eigentlich auch geil. Ich gucke mir auch gerne Quizzes an. und ich liebe ja auch von Rocket Beans zum Beispiel das Nerd-Quiz und so. Gucke ich sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. So, jetzt muss ich mal eben gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. 1, 2, 3, 4, 5. Zack und rein da. 1, 2, 3, 4, 5. Hier muss eine Tür hin. Muss das? Oh, das wird so geil, Alter. Das wird so genius, wenn das fertig ist. Glaub mir. Das wird. Moment, habe ich schon geil. Kartoffeln nachgepflanzt? Oh, nee. So, warte. Wir machen noch mal eben so und so. Ah, so viel Holz habe ich nicht mehr, aber wir können ja mal gucken, ob wir hier wenigstens die Wand noch mal so ein bisschen schon so ein bisschen absehen können, wo die Reise hingeht, oder? Das Ding hier voll. Also es wird groß, aber da kommen zwei Betten rein, da kommt ein Tisch rein, da kommt dieser Tisch rein, den wir gar nicht mehr benutzen, aber das könnte dann der Kartentisch im Endeffekt sein von El Capitan. Und es wird geil, glaub mir. Und da oben drauf noch eine Etage, wo dann wirklich hier das Ruder und so, und das wird mega, oder? Was meint ihr?